So, weiter geht's heute mit Hogwarts Legacy und wir machen heute weiter mit dem Schatten der Zeit. Wir lernen Imperio Flut, das ist, glaube ich, der nächste der Unverzeihlichen, oder? Kuzio, Imperius, Avada Kedavra. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, Imperio Fluch. Und dann haben wir, also Kuzio, Avada Kedavra und Imperio. Wir wollen heute den nächsten unverzeihlichen Fluch lernen. Und dann haben wir, glaube ich, fast alle. Fällt uns noch der Avada Kedavra? Ja. Und dann haben wir tatsächlich alle Flüche gelernt. Na gut, machen wir los, würde ich sagen. Legen wir los. Gut, dass ich jetzt nicht mehr da runter muss, irgendwo. Nämlich, ich kann direkt hier runterreisen. Ja, vor einigen Folgen vor meinem Urlaub habe ich die Strecke abgeflogen. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, währenddessen Hogwarts Legacy bringen. Das hat mich noch nie aufgehalten. Gut, dann gehen wir mal jetzt zu Sebastian. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich glaube nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich musste dir erzählen, was ich erfahren habe. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Okay. Stand noch was da drin im Bericht? Mich interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Na dann, erkunden wir nochmal das ganze Ding. Diese Katakomben. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Nein. Ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. So, Schülerbericht. Die Arbeit der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, das war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. Ein Bericht hinter dem verfallenen Großsaal mit der umgestürzten Sarkophage habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort eine enorme Macht gespürt. Es wäre meine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Die Katakombe von Filcroft. Ich bin mir sicher, der üble Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Ach, was? Wir müssen sowieso früher oder später kämpfen. Hätte ich mich fast gedacht. Auf Deckel! Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Yep. Vielleicht war's das. Und der Rest der Gruppe ist frei von Insekten. Sind keine Insekten. Schon gut. So. Akio? Akio! Die alle zu öffnen ist verlockend. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Ach, hier. Dieser Raum ist höher, als er scheint. Nur mal, da war irgendwas. Eine versteckte Truhe, ein bisschen Kohle dabei. Revelio. Ja, ihr seht also noch ganz, ganz viele Sachen. So, jetzt muss ich gerade was überlegen. Die müssen da hoch, okay. Wingardium Leviosa. Ach hier. Wingardium Leviosa.
Oh, Typ. Das war jetzt nicht so beabsichtigt, aber ist egal. Egal. Scheiße. Wir können aber da hoch. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Ja, ich habe gedacht, hier wäre irgendwas. Okay. Wir sind von da gekommen. Ja, du bist mir hier runter. Ja, hast gedacht, dass da noch was ist? So. Mitnehmen, alte Magie mitnehmen und noch weiteren Giftzahn mitnehmen. So, ich muss mal kurz hier die Dinger wechseln. Entweder, ja, okay. Hier ist sowas. Aber erstmal umgucken. Ups. Meins. Da ist jetzt nichts drin. Theoretisch könnten wir hier runtergehen. Aber. Ins Zentrum. Okay, es bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen also tatsächlich da runter. Ich vermute, dass wir da gleich irgendwann weiterkommen. Du magst es prunkvoll. Das kannst du laut sagen. Hier ist sogar ein Altar samt Knochenhaufen. Herrlich. Knochen außerhalb des Sarkophags. Irgendwie seltsam. Warte mal, wenn mir gerade was einfällt. Hier beim Altar ist etwas. Warte mal, wir müssen bestimmt Reparo einsetzen, ne? Reparo. Reparo. Okay, ja weniger. Rebellion. Ja, was war da? Nee. Akio. Oh ja, geil. Also das hat sich sowieso schnell erledigt. So, ein Schülertagebuch-Eintrag. Ich lese euch das jetzt nicht vor, wenn ihr euch das... Sieht aus wie ein Teil des Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt. Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken.
Ja, die wohl kommen. Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Naja. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Die Knochen da zu beiden Seiten des Torbogens sehen seltsam aus. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Verpflichtung! Ab hier! Ins Zentrum! Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl vermeidlich. Ach hier. Noch mehr Knochen. Ach hier. Vegetarium Leviosa. Ah, warte mal. Da ist noch mehr. Das war mir weniger jetzt mal Zufall gerade. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. Ja, was denn das Wort ist, das habe ich gemacht gerade. Da ist noch mal was drin. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Das ist doch ein bisschen Geld. So, jetzt wo ich gerade. So, doch irgendwas ist. Nee, ne? Hier ist nichts mehr. Alles klar. Dann gehen wir weiter. Aber hier ist noch irgendwas, ne? Warte mal. Wir sind weit gekommen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Warte mal bitte kurz. Ich möchte mir ganz kurz mal hier noch umgucken. Was ist das? Ins Händchen. Einen sicheren Weg hinüber. Wir sind noch nicht richtig hier. Würde ich mal so wage ich mal zu behaupten. So, das heißt, wir machen hier links weiter. Aber ja, das schon erst in der nächsten Episode bei Hogwarts Legacy. Bis dahin. Tschüss.